Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode. Na, wie nennen wir die Serie? Ich habe noch keine Ahnung, auf jeden Fall zum nächsten Squad-Builder hier auf dem Kanal. Heute geht es um zwei Teams, mit denen ich momentan in den Divisions spiele, beziehungsweise in Liga 1 normalerweise. Ich bin ja abgestiegen, was ihr eventuell schon mitbekommen habt. Und jetzt stehe ich momentan in Liga 2, bin aber schon wieder kurz vorm Aufsteigen, beziehungsweise bin effektiv schon wieder aufgestiegen. Brauche noch, die letzten Spiele jetzt abschließen. Habe aber, wie ihr seht, schon alles in der Hand, um nur noch den Meistertitel klar machen zu müssen. Trotzdem möchte ich euch ganz gerne einfach meine beiden Teams vorstellen, mit denen ich momentan spiele. Eins, das ist das dritte, das kennt ihr schon, und zwar sieht das folgendermaßen, das brauche ich euch gar nicht zeigen, das ist das Team mit Paloski und mit Inform Alcacer vorne drin. Den muss ich noch auswechseln, Alcacer habe ich keine Lust mehr drauf, genauso wenig wie auf Vela und auf Granero, die werde ich jetzt in nächster Zeit noch austauschen. Habe ich schon ausgetauscht, muss ich hier noch auf der Bank noch ändern. Auf jeden Fall, ist das Team, was ich euch heute vorstellen möchte, erstmal 4-3-1-2. Danach machen wir noch ein Team im 4-3-2-1 und ihr werdet von jedem Team jeweils ein Spiel sehen, beziehungsweise die Highlights aus dem Spiel nochmal zu sehen, wie diese Teams so performen. Wir starten hier durch mit dem Keeper und der, ist eine gute Frage, wo der spielt, genau, in der Barclays Premier League und zwar beim FC Chelsea. Da könnt ihr theoretisch jeden hinstellen vom FC Chelsea. Ich habe mich hier erstmal für Asmir Begovic entschieden, weil auf der anderen Seite im Tor Petr Cech steht, der hier gar nicht eingespeichert ist, weil hier, Cech ist hier mittlerweile auch bei Hasen, okay. Dann geht nur Begovic, beziehungsweise Courtois. Aber Kollege Begovic auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Spieler und der steht bei mir fast hinten drin, hat bisher super gehalten in allen neuen Spielen, hat er mir sehr gut gefallen. Ich denke mal, das ist einer der besten Keeper dieses Jahr, meine Nemesis wie jedes Jahr und von daher gar nicht mal so schlecht. Jedenfalls dann auch vom FC Chelsea, beziehungsweise einmal FC Chelsea und auf der anderen Seite haben wir dann aus der Serie A den momentanen Tabellenführer, glaube ich immer noch, und zwar Inter Mailand, da haben wir Juan Jesus. Beide sehr, sehr solide. Gilo Boggi ein bisschen langsamer als Jesus, dafür ein bisschen physisch stärker, auch wenn die Physis theoretisch bei Jesus besser aussieht, ist Gilo Boggi mit 93 Körperstärke oder so mit dem Dreh ein richtiger Brocken hinten drin. Die beiden gefallen mir extrem gut als Partnerschaft, 1,95 und 1,93 und 1,85 groß Mittelmittelarbeitsraten, beziehungsweise hier der andere Linksfuß mit Mittelhocharbeitsraten. Es war dumm, dass beide Linksfüße sind und in der Innenverteidigung normalerweise mal einer links, einer rechts sein sollte, aber trotzdem auf jeden Fall sehr solide und keine Probleme. Linksverteidiger nicht von Inter Mailand, sondern, das ist eine gute Frage, wurde er eigentlich gespielt? Ach nee, Quatsch, gar nicht. Premier League natürlich wieder, und zwar ist das der Kollege Kieran Gibbs oder Alex Oxlade-Chamberlain, wenn ihr den Joke versteht, hat's drauf. Linksfuß, 3 Stunden Skills, 81 Tempo, 77 Dribbling, 80 Defending, 72 Füße, 72 Passen, 57 Shooting, sehr solider Linksverteidiger, kann, braucht man glaube ich nicht mehr viel zu sagen, der ist seit Jahren immer sehr solide und sehr, sehr gut. Rechtsverteidiger haben wir einen aus der Serie A, und zwar ist sein Name Stefan Lichtsteiner, der ist vielleicht der beste Rechtsverteidiger im Spiel, 83 Tempo, 60 Shooting, 80 Defending, 79 Füße, 75 Dribbling, 72 Passen, einer der underratedsten Spieler, die ich überhaupt kenne, der ist sowas von stark, nicht nur in FIFA, sondern auch in Realität und kriegt gar nicht den Credit, den er eigentlich verdient. Sollte eigentlich, denn der Junge ist einfach wirklich sehr, sehr stark. Nicht nur defensiv, sondern auch offensiv, gerade was seine Flankenläufe angeht und so weiter und so fort. Ein bombastischer Spieler. Auf der 6 haben wir dann auch einen aus der Serie A, der ist aber, glaube ich, bei mir genau 6er. Und zwar ist das der Pitbull schlechthin, Felipe Melo, der Perfect Link zu dem Kollegen Juan Jesus. Auch er ein sehr geiler Spieler, gemeint ist das Mittelfeld. Sehr, sehr geil. Ich zeige euch mal, warum. Das hat einen ganz einfachen Grund, denn wir haben hier einmal noch einen weiteren Sechser, wie mir gerade einfällt. Und kein ZM, sondern noch einen Sechser, und zwar Ramirez. Und auf der rechten Seite im Mittelfeld haben wir den Kollegen Raja Nainggolan, den ihr gerade eventuell schon gesehen habt. Alle, nein, das war jetzt der falsche, das hier ist er, alle relativ schnell. 73, 88 und 80 Tempo. Der in der Mitte ist der defensiv stärkste, Mittelhocharbeitsrad 1,83, groß 84 Physis. Er hier ist auch defensiv sehr stark, Hochhocharbeitsraden auf den Außen gerade sehr schnell und mit 4 Toren in 7 Spielen auch sehr, sehr torgefährlich. Ramirez, der Schnelle, mit auch schon 2 Toren und 2 Vorlagen in 8 Spielen, Hochhocharbeitsraden, der kann einfach alles und ist halt der schnellere Part. Nochmal, die beiden Außen schnell besetzt, die Mitte sehr solide besetzt und alle drei können sowohl laufen, als auch dribbeln, als auch passen, als auch schießen. Gerade Nainggolan mit sehr gefährlichen Longshots, Melo auch, und Ramirez kann ihn im Notfall auch mal auspacken. Also sehr, sehr geil auf jeden Fall, ein sehr solides Mittelfeld. Als Zehner haben wir dann eine Karte, die normalerweise Stürmer ist, und zwar ist das nicht hier verzeichnet, denn er ist Mittelstürmer. Sein Name ist Wissam Ben Yedder, die FIFA 15 Karrieremodus-Legende. Und der Sturm besteht dann zum einen aus Michy Batshuayi und auf der anderen Seite aus, wie heißt der eigentlich mit Vornamen, ich weiß es, ups, das war Dream Squad-Spieler, das wollte ich gar nicht. Und zwar ist es ein normaler Spieler, und zwar Claudio Beauvau, so, oder Beauvu, oder Beauvu. Beauvu, ja. So, Ben Yedder, sehr solider Spieler, ein Tor, eine Vorlage, 5-Star Weakfoot, 4-Star Skills, mehr braucht man nicht sagen, 82 Tempo, 83 Dribbling, 77 Passen, 78 Shooting, perfekter Mittelstürmer, beziehungsweise in der Formation jetzt, 10er. Dann haben wir Batshuayi, der hat in 36 Spielen 17 Tore gemacht, 82 Tempo, 79 Dribbling, 78 Shooting, Weakfoot, 4-Star Skills, 3-Star,
Priester, wie auch immer, auf jeden Fall Mittel gegen Rabazan, das Nummer 10 groß. Kopfball gefährlich, allgemein gefährlich. Ein geiler Spieler nicht im Karrieremodus, sondern auch in FIFA und in Ultimate Team. Und dann noch Beauvue mit 6 Spielen, 4 Toren und 4 Vorlagen. 4-Star Skills, 89 Tempo, 80 Dribbling, 61 Physis, dazu noch kopfballstark, trotz seiner kleinen Größe. Denn über 90 Jumping und ich glaube 85 Kopfballpräzision. Sehr, sehr geil. Wir kommen zum anderen Team und das ist auch alles andere als schlecht, denn das ist das First Division One Team. Das mache ich übrigens jetzt in der Reihenfolge, weil hier das andere auf der Bank ist. Da haben wir im Tor zum ersten einen sehr starken Keeper und zwar Anthony Lopez. Den Keeper von Olympique Lyon. Sehr, sehr solide, gerade was die Reflexe angeht. Ein absolutes Monster. Teilweise nicht so stark im Stellungsspiel, sieht man auch nur 77 Positioning. Und da fangen sich halt, das ist mir nie so aufgefallen, aber ja, schon irgendwie, er lässt viel klatschen. Aber trotzdem an sich ein super Keeper, kann man nichts gegen sagen. Innenverteidigung besteht dann aus Mapu, ehemaliger Newcastle-Spieler. Yanga Mbiva, der ist unser erster Innenverteidiger. Der zweite, beziehungsweise der Linksverteidiger in diesem Team, ist dann Henry Bedimo und Samé, der ja ehemals ein richtiges Biest war. Mittlerweile immer noch sehr, sehr stark, ist leider nicht mehr als Team of the Season wohl rauskommt. Wird aber trotzdem auch noch mit 76 Tempo, 79 Füße, 77 Defending mit die besten Werte. Da ist Linksverteidiger in der League 1 und den brauchen wir halt als Stronglink für Mapu. Der hat hohe Arbeitsrate, 180 groß, besser kannst du es da kaum erwischen. Yanga Mbiva auch sehr schnell mit 76 Tempo, 80 Defending, 80 Füße, 79 Defending, sehr, sehr stark. Zweiter Innenverteidiger in diesem Team spielt in der Premier League. Sein Name ist Tobi Alderweireld. Kann man auch Vertonghen hinstellen, ist ein sehr, sehr geiler Spieler, den ich extrem mag. Deswegen steht er da Mittelarbeit 386 groß. Gutes Tempo, gutes Defending, guter Physiswert und von daher einfach eine absolute Bank da hinten drin. Rechtsverteidiger aus der Premier League ist Niom. Sehr schnell, sehr physisch stark mit 84, 78 Defending ist auch sehr gut. Passen kann er nicht so super, dafür ist er groß mit 1,89 und hat eher Innenverteidigerformat, der auch noch relativ schnell dazu ist. Ein sehr, sehr cooler Spieler auf jeden Fall. Zentrales Mittelfeld haben wir dann Moussa Dembélé, der Perfect Link zu Alderweireld. Mittelarbeitsrate, 4-Star Skills, Linksfuß, 3 Tore nach Spielen, 3500 Münzen gekostet. Allgemein auch ein Allrounder, genauso wie Dembélé im letzten, Nainggolan im letzten Team. 77 Tempo, 82 Dribbling, 82 Physis. Er kann einfach alles, er kann schießen, er kann dribbeln, er kann laufen, er kann passen, er kann verteidigen und er kann auch den Gegner umhauen mit seiner starken Füße. 1,85 groß dazu. Immer wieder einer meiner Lieblingsspiele und einer der besten ZMs im ganzen Spiel, meiner Meinung nach. Und das beweist er auch in FIFA 16 Ultimate Team. So, wir kommen zum zentralen Mittelfeld und da sind wir jetzt in der Liga BBVA angelangt. Und zwar haben wir da zum einen Enzo Perez als zentralen Mittelfeldspieler. Auf der 10, beziehungsweise ja, als linken zentralen Mittelfeldspieler haben wir dann Eva Banega und auf dem linken Stürmer haben wir Yevgen Konoplyanka. So, Yevgen Konoplyanka, 15 Spiele, 4 Tore, 3 Vorlagen. Bisher für mich noch nicht so torgefährlich, aber es macht Spaß, mit dem zu spielen. Ich mag den einfach richtig gerne. Die Werte sind bombastisch. Ich denke mal, dazu brauche ich gar nicht so viel sagen, weil der allen von euch bekannt sein dürfte. 92 Tempo, 94 Dribbling und 80 Passen. Die sind richtig genial. Eva Banega ist der Hidden Gems, meiner Meinung nach. 2 Tore in 5 Spielen, 67 Tempo, 83 Passen, 82 Dribbling und dazu noch 4-Star Skills und Weakfoot. Ist halt so ein klassischer 10er, der ein bisschen verteidigen kann, 65 Defending, da spielt er richtig gut aus mit 69 Füßen, der wirkt gar nicht so schwach, trotz dessen er relativ klein ist und schießen kann er auch noch, gerade aus der Distanz, sehr, sehr gefährlich mit seinen 70 Shooting, kann man das auf jeden Fall machen und Enzo Perez ist seit Ewigkeiten schon Allrounder im Mittelfeld, auch er 72 Shooting, was sehr gut ist, mittelhoher Arbeitsrat, das heißt der 6er eher in diesem Team, 77 Tempo, 79 Dribbling, 76 Defending, 75 Passen und 82 Füße, ich verwechsel das heute irgendwie die ganze Zeit, Defending und Füße, weiß nicht, was da los ist, aber auf jeden Fall ein geiler Spieler, mit dem man sehr viel Spaß haben kann auf dieser Position, das Mittelfeld genauso wie im anderen Team sehr, sehr ausgeglichen, sehr, sehr solide mit definitiv vernünftigen Stats in jeder einzelnen Hinsicht und von daher richtig, richtig gut. So, rechter Stürmer, da gehen wir aus der Liga BBVA wieder raus und gehen in die portugiesische Liga und haben da einen rechten Flügelspieler, natürlich aus Argentinien, denn wir brauchen auch den linken und das ist Salvio. Allgemein könnte man da theoretisch jede Kombination hinstellen. Ich habe mich für Salvio entschieden, weil ich den Kerl einfach extrem sympathisch finde. 6 Vorlagen in 6 Spielen und ein Tor, das spricht für sich. 4-Star Skills und Weakfoot, 80 Tempo, 800 München gekostet, 89 Tempo, 84 Dribbling, 75 Shooting, 73 Passen. Wenn man sich die Ingame-Stats anschaut, auch sehr solide. Und wenn man so mal die Alternativen da sieht, auf dem rechten Flügel aus Argentinien, die sind jetzt nicht... ja, nicht so üppig und von daher ist Salvio natürlich schon mit die beste Variante. Wir schauen das einfach mal an. Rechter Flügel haben wir... Schwachsinn... haben wir noch, Messi, okay, mir ist Messi und Inform Di Maria, aber die sind beide mir zu teuer. Ocampos ist nicht so geil, Iturbe, ja, hat an sich ganz gute Werte, ist aber jetzt für mich persönlich Salvio besser und hat jetzt auch nicht so die geilen Links, abgesehen von Dzeko als Stürmer und rechtes Mittelfeld Argentinien, da ist da auch nur Erik Lamela und in der Liga bin ich halt schon drin, Ricky Alvarez ist jetzt auch nicht so geil und Katabia, naja, da ist Salvio auf jeden Fall schon deutlich stärker. Stürmer ist dann auf jeden Fall ein richtig genialer Typ, den ich nicht so stark erwartet hätte, ich habe mir da die Alternativen schon rausgesucht und gekauft gehabt, damit ich alle mal ausprobiere, allerdings
Allerdings ist es im Endeffekt Kollege Raúl Jiménez geworden. Der ist richtig stark. 5 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen. 4-Star Weakfoot. 78 Tempo, 76 Physis, 74 Dribbling, 74 Shooting, 70 Passen, 76er Rating. Das spricht dafür, dass der ein ziemliches Beast ist. Hat auch ein hohes Beast-Rating und das zu Recht. Der Typ gefällt mir richtig gut. Ist ein richtiges Hidden Gem. Ich kann ihn euch nur weiterempfehlen. Gerade weil er bei Benfica spielt. Einer der Stürmer, die gut verlinkbar sind und auf keinen Fall irgendwie zu schwach, um in einem Liga 1 oder in einem Team bestehen zu können. Wenn man sich die restlichen Alternativen mal so anguckt, die man hier so hat, beispielsweise bei Benfica Lissabon, hat man unter anderem natürlich noch Jonas im Sturm oder die Inform-Varianten. Mitroglou finde ich persönlich nicht so geil. Trotz des 5-Star Weakfoots würde ich da Jiménez bevorzugen, einfach weil Mitroglou mir ein Stückchen noch zu langsam ist und da finde ich die perfekten Werte hat. Jonas, beziehungsweise, man könnte ihn ausprobieren, aber weiß ich nicht. Irgendwie... Nee, da finde ich Jiménez besser. Jonas könnte man auch ausprobieren, aber der ist mir, weiß ich nicht, der ist physisch zu schwach und dafür auch einfach nicht schnell genug. Mittlerweile der Third Inform, der wird bestimmt, der Second Inform, Entschuldigung, der wird bestimmt richtig geil sein. Aber ob ich den irgendwann mal ausprobiere, das ist natürlich die große Frage. Mal kurz gucken, wie viel der kostet, spaßeshalber. Ob der teuer ist? Nee. Kann man bestimmt irgendwann mal ausprobieren. Und das Geile ist bei Benfica, die haben auch noch sehr interessante Stürmer da auf der Position. Zentral offensiv Mittelfeldspieler aus der Position, die man als Stürmer benutzen kann. Und zwar haben wir da zum einen Adel Tarabt, haben wir hier. Oder auch Pizzi, das geht theoretisch auch, aber der hat nicht so einen guten Abschluss wie beispielsweise Tarabt. Oder Talisca. Der ist richtig geil, der hat 1,91 groß, 75 Tempo, 80 Shooting, Linksfuß. Also das sind so die drei Spieler, beziehungsweise die zwei eher mit Tarabt und Talisca, die ich noch ausprobieren möchte irgendwann. Vielleicht nochmal Mitroglou, vielleicht auch nochmal Jonas, aber an sich finde ich da Jiménez ganz geil und ich finde ihn auch sofort super sympathisch. Von daher bleibt er, glaube ich, erstmal da drin. Ist ein Spieler, der nicht so gehypt ist, der sogar kritisiert ist in der Realität, aber der richtig stark ist und von mir ja auf jeden Fall eine vernünftige Beast-Bewertung auch bekommen würde. So, das sind auf jeden Fall die beiden Teams. Ich hoffe, sie gefallen euch. Wenn ja, lasst mal einen Daumen nach oben da, schreibt mir in die Kommentare, wo ihr Verbesserungen seht, beziehungsweise Verbesserungspotenzial seht und ob ihr die selber ausprobieren würdet und ob ihr glaubt, dass die performen würde. Ihr seht jetzt im Anschluss noch die zwei Spiele, beziehungsweise Highlights. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, wie gesagt, Daumen nach oben. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein und ciao. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through for you. In the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through.